Willkommen in Potters Bluff. Oh, hallo. Herzlich willkommen zu einem Video über Potters Bluff Reviews. Heute stelle ich wieder einen ganz tollen Film vor. Aber vorher machen wir ein kleines Wortassoziationsspiel. Oder wir lassen uns ein paar Sachen einfallen, die passieren können. Terroristenanschlag auf die Wiener Oper. Ein Bär, der echt ist und in einem Hotel lebt, aber auch dann unter einem Kostüm. Matthew Modine in der Doppelrolle, wo einfach der Unterschied ist, dass er einen kleinen Schnurrbart aufgeklebt kriegt. Jodie Foster in einer Inzestbeziehung mit Rob Lowe. Bo Bridges als Traumfänger, der blind wird, aber die ganze Zeit ein Grand Hotel eröffnen will. Wilde Szenen querbeet durch die Welt. Ja, was ist das alles? Das ist alles enthalten im Film Hotel New Hampshire, der hier jetzt veröffentlicht wird von Koch Films oder ist schon veröffentlicht. Ihr könnt die Links unten gleich anklicken. Und zudem möchte ich noch gleich sagen, Koch Films nennt sich jetzt um. Ich hoffe, weiß nicht, ob das schon mitbekommt. Koch Films wird jetzt zu Play On Pictures oder Play On Films. Muss ich mal genau. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen. Natürlich schade für mich, ich stehe nicht mehr als Pate bereit mit dem Namen. Aber Play On wird sicherlich das die gleiche tolle Sorgfalt vorlegen. Und das ist ja das gleiche Team, bloß umbenannt, um sich, glaube ich, ein bisschen internationaler auszurichten. Und wir hoffen doch, dass wir weiterhin solche tollen Sachen wie das hier zu sehen bekommen. Ich werde euch nachher die Box hier zeigen. Das ist ein schönes Digipack geworden in der Nahaufnahme. Aber vorher sprechen wir noch ein bisschen über den Film. Ein Film von Tony Richardson, der eine sehr interessante Karriere hat im Theater, im Fernsehen, aber auch viele Filme gemacht hat und sehr querbeet inszeniert hat. Also er hat zum Beispiel einen meiner absoluten Geheimtipps mit Jack Nicholson gemacht, Grenzpatrouille, wahnsinnig starker Film. Tom Jones gemacht, war glaube ich sein größter Erfolg. Und ja, da hat sich ja hier eine Romanverfilmung gewagt von John Irving, den viele vielleicht kennen. Es gibt auch einige seine Werke, die auch verfilmt wurden. Gottes Werk und Teufels Beitrag ist wahrscheinlich der nicht der bekannteste, aber der kritisch erfolgreichste, nehme ich an. Dann Gab und wie er die Welt sah, der wurde mit Robin Williams und John Lithgow toll verfilmt. Dann hat er noch gemacht The Door in the Floor mit Jeff Bridges wurde der verfilmt. Und hier spielt aber sein Bruder Bo Bridges mit. Ja, wenn einer weiß, was in John Irvings Roman abgeht, dann weiß er, dass es sehr, sehr interessant wird, sehr melodramatisch, ja, sehr verquickt. Viele Tabuthemen werden hier angesprochen. Also wie gesagt, es geht hier um eine Familiensaga über mehrere Jahrzehnte hinweg, die viele Tiefschläge erleben muss, viele Sachen durchstehen muss und ja, am Ende trotzdem irgendwie die Familienbande hält. Es gibt viele Verluste aber auch zu bezeichnen. Es ist ein toller Film, sehr weird, mit sehr komischen Anleihen. Also da, wie gesagt, es gibt eine Inzestbeziehung zwischen Jodie Foster und Rob Lowe, die im Film so immer angedeutet wird und am Ende dann halt auch, ja, man kann schon sagen, zelebriert wird. es ist eine sehr spezielle Form von Humor, die dieser Film hat. Immer mit einer dunklen Kante und ein wahnsinnig guter Cast. Also wir haben hier Jodie Foster, Bo Bridges, Rob Lowe, Natasha Kinski ist dabei, Wilford Brimley und ganz viele tolle Nebendarsteller noch. Also es macht einfach nur Spaß, wer hier alle paar Minuten auftaucht. Wie gesagt, Matthew Modine in der Doppelrolle. Und ja, ein toller Film, tolle Verfilmung und für Leute, die immer sagen, die mussten viel weglassen aus dem Buch, hier ist wirklich alles drin, was auch ein bisschen auf Kosten geht des Films, weil der Film total Spaß macht, er ist mitreißend und alles und man denkt die ganze Zeit, was, aber es ist echt toll inszeniert auch alles, aber das Problem ist, er springt halt auch viel in seine Atmosphäre, in seinen Themen, wird sehr schnell umgesprungen. Also es sind Szenen von Slapstick dabei, Melodramatik, extrem Dramas. Also es gibt zum Beispiel, also Spoiler, es gibt eine ziemlich am Anfang Film noch eine Gruppenvergewaltigung an Jodie Foster, die, glaube ich, am meisten leidende Frau in der Filmgeschichte, was das angeht. Also wenn man da an Angeklagt denkt und das Mädchen am Ende der Straße, Taxi Driver, also die Frau musste viel mitmachen in ihren Filmfiguren. Ja, und das Ganze hier eben toll verarbeitet und auch Rob Lowe hier macht die Spaß und man sieht, dass die Darsteller hier wirklich Spaß bei der Sache hatten. Auch Bo Bridges, der sonst immer ein bisschen mehr im Schatten steht von Jeff Bridges, ist hier wirklich richtig gut unterwegs. Das Ganze hat auch so einen mystizistischen, leichten, sagt man, Märchentouch. Also es ist auch eine Art modernes Märchen.
Und ja, ich kann diesen Film wirklich nur empfehlen. Und wer auch den Film kennt, Gab und wie er die Welt sah, die beiden sind so Art, ich würde sagen, das sind so Bruder- und Schwesterfilme. Also die sind sehr nah beieinander und haben sehr viele von John Irvings Zitaten, der ein sehr bekannter Autor ist und sehr viel verkauft hat. Also der geht in ganz große Sphären, so Stephen King-mäßig unterwegs, aber eben halt, ohne sich dabei auf ein Genre festzulegen. Ein großer Geschichtenerzähler einfach nur. Ja, das Ganze erscheint jetzt das erste Mal exklusiv hier von Kochfilms noch. Noch nicht, Player. Hier steht noch Kochfilms. Ich glaube bis November und dann ist endgültig der Wechsel vollzogen. Hier in einem wunderschönen Digipack. Ich habe mich sehr gefreut. Ich dachte, es wird Mediabook und bekam das hier und ich fand das wirklich toll. Also Kochfilms hat mir das zur Verfügung gestellt, aber das war jetzt gerade meine ehrliche Kritik dazu zum Film. Aber ich finde dieses Digipack hier wunderschön und zeige es jetzt mal hier in einem Schnelldurchlauf und werde es aber jetzt euch gleich in der nahen Sicht zeigen. So, damit herzlich willkommen in der nahen Sicht und wie gesagt, ich bin Fan davon, mal, dass es nicht ein Mediabook ist, sondern hier ein wunderschönes Digipack, eine vergessene Kunstform meiner Meinung nach. Und ihr seht schon, der titelgebende Bär, also das heißt titelgebend, das Maskottchen für den Film eigentlich, der Bär, der sich durch den ganzen Film zieht, wie auf dem Frontcover, sieht hier wunderschön. Teile sind hier Hochglanz veredelt. Der komplette Bär, die Umrandung hier, was ich sehr schön finde, diese Umrandung, die das so ein bisschen wacky macht, ein Out of the Box, finde ich viel schöner, als wenn man das jetzt weiß gelassen hätte. Dann haben wir hier die Spine, Hotel in Hampshire und hier seht ihr auch den Bären hier unten. Und hier haben wir auch so eine kleine Edelung. Und hinten drauf haben wir auch den Rand außenrum und die Bilder, wie ihr sehen könnt, sind Hochglanz veredelt. Sehen die junge Jodie Foster, Natasha Kinski, Rob Lowe, wie gesagt, alles Top-Schauspieler in diesem Film. Und hier könnt ihr gerne nochmal lesen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr nochmal kurze Inhaltsangabe wollt und hier noch ein paar Credits sehen könnt. Als Extras gibt es ein tolles Booklet von Wieland Schwanebeck, der sehr gut auf den Tony Richardson eingeht und auf die John Irving-Verfilmung und John Irving an sich. Finde ich sehr gut getroffen und ja, auf den Punkt gebracht, meiner Meinung nach. Gibt es eine kleine, schöne Übersicht und eine tolle Einschätzung des Films, die ich übrigens sehr teile. Er vergleicht hier auch den Film ein bisschen mit Günter Grass, die Blechtrommel. Wir haben ja auch ein Element dabei. Eine der Kinder entschließt sich nicht mehr zu wachsen, weil das ja an Oscar erinnert. Und bin ich sehr froh drüber. Also sehr gutes Booklet auf jeden Fall. Ja. Hier haben wir ein, wie gesagt, das Bild hier ist sehr schön. Sehr toll. Genau. Das ist die äußere Hülle. Kennt ihr bei Digipacks? Aus Pappe, muss man ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, ich finde die sehr schön, die Teile. Und von mir aus können ruhig Filme öfter in Digipacks rauskommen, anstatt Mediabooks, weil man dann hier diese tolle Möglichkeit hat, um hier so Gesamtbilder zu erschaffen. Wir schauen uns mal dieses 3-Panel-Digibook hier an. Das finde ich sehr cool. Hier sieht man so ein Bild in der Entstehung, wo hier auch ein bisschen in Skizze übergeht, weil ja auch viel nur Traum ist vom Vater. Ich finde das sehr gut durchdacht, wie ich finde. Hier Rob Lowe, zwei Gesichter, das Hotel New Hampshire, sehr cool gemacht. Und hier auch. Toll. Echt auch alle Schauspieler in diesem Film liefern ab. Hier ist keiner, der irgendwie schwächer ist. Wir haben sogar den allerersten Auftritt, glaube ich, von Seth Green in dem Film als den jüngsten Sohn. Sehr cool hier mit der Natascha Kinski. Dann haben wir hier die Blu-ray. Und hier haben wir die DVD des Films. Und hier sind noch ein paar andere Gesichter untergebracht. Wie gesagt, Natascha Kinski, Bo Bridges hier als Familienoberhaupt. Und Jodie Foster, die hier wahrscheinlich die beste Rolle hat und die beste Figur im Film, wie ich finde, der Franny. Ja, sehr coole Neuentdeckung für mich. Ich habe diesen Film vorher, wie gesagt, noch nicht gekannt. Habe schon viel von gehört. Tarantino hatte auch mal sehr lustig über ihn gesprochen, was ich sehr cool fand. Hier haben wir dann das Booklet im Inneren, das hier in so einer Tasche eingebracht ist. Auch wunderbar zu sehen. Und hier wahrscheinlich eine der letzten Male seht ihr hier Kochfilms anstatt Play On. Hier wieder das Booklet. Sehr schön geschrieben. Kurz und knackig. Das ist ein sehr schönes kleines Leserchen, so für 5 bis 10 Minuten. Sehr schön. Ja, hier von Wieland Schwanebeck, wie gesagt. Sehr toll. Genau, das wäre es dann zum Digipack an sich. Geht hier sehr schön zusammen und ich finde, macht sich wunderbar im Regal. Und ja, nicht nur für Literaturfreunde ist es ein toller Film. Und auch checkt auch seine anderen Filme aus: Gab und wie er die Welt sah, Gottes Werk und Teufelsbeitrag, alles John Irving-Verfilmung. Sehr cool. Ja, das war's schon vom Digipack und jetzt gehen wir nochmal zurück in die Normalansicht. So, wer jetzt Lust bekommen hat, in die Welt einzutauchen und das Hotel New Hampshire mitzueröffnen, dem empfehle ich diesen Film.
Allen Filmfreunden empfehle ich das, allen Cineasten, allen Leuten, die toll an großen Familiengeschichten interessiert sind, die sich über mehrere Jahrzehnte erspannen, empfehle ich das. Leute, die etwas zart beseitigt sind und es nicht so verkraften, wenn etwas heftigere Themen mit einem gewissen Humor behandelt werden, bitte mit Vorsicht. Allen anderen empfehle ich Hotel New Hampshire extremst, allein schon, weil man immer zu Bären sieht. Nein, ich möchte euch keinen Bären aufbinden. Das ist wirklich ein guter Film. Für den interessanten Filmfan ist das wirklich eine tolle Bereicherung. Und mir hat der Film sehr gut gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Geht ins Kino. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt. Und genießt noch den Sommer. Macht's gut und ciao.